Hallo, liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Film in der Aquarellwerkstatt. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist dieses Jahr. Ich jedenfalls habe den Frühling noch mehr herbeigesehnt als sonst. Und deshalb heute mein frühlingshaftes Motiv für euch: zwei kleine Spatzen auf einem Ast. An diesem Motiv ist das Schöne, dass wir tatsächlich zwei Möglichkeiten des Aquarells wirklich anwenden können, nämlich einerseits die Arbeit nass in nass für den Hintergrund mit sehr freien und lockeren und auch dunklen Strichen und andererseits das genaue Ausformulieren des Motivs mit feinen Details. Also zwei ganz gegensätzliche Arbeitsweisen, die sich in einem Motiv verbinden und ich finde dadurch auch eine schöne Spannung erzeugen. Ich hoffe, ihr habt beim Anschauen und später Ausprobieren des Motivs genauso viel Freude wie ich jetzt beim Malen. Und nun geht's los. Hier liegt meine kleine Skizze für mein heutiges Aquarell. Das Referenzfoto für dieses Bild stelle ich euch gerne im Mitgliederbereich wieder zur Verfügung. Den Link zu meiner Unterstützerseite findet ihr wie immer unter dem Video. Für die Spatzen und die Äste arbeite ich heute wieder mit Rubbelkrepp. Das Abdecken der wichtigsten Formen ermöglicht mir später ein lockeres Arbeiten im Hintergrund. Um ein wenig Rubbelkrepp zu sparen, klebe ich die großen Formen der Vögel zunächst mit Tesakrepp ab. Die Feinheiten bemale ich dann mit einem kleinen Pinsel und dem auf Latex basierenden Rubbelkrepp. Auch die Äste werden auf diese Weise abgedeckt. Bevor wir weitermalen, muss das Rubbelkrepp ganz trocken sein. Das geht bei diesem Produkt von der Firma Winsor & Newton relativ schnell und im Zweifelsfall föhne ich, bis es trocken ist. Auf keinen Fall vorher weitermachen, sonst kann man sich Pinsel und Farben ruinieren. Ich prüfe kurz mit meinem Finger. Wenn nichts mehr kleben bleibt, kann ich nun weitermachen. Das gesamte Blatt wird jetzt mit klarem Wasser angefeuchtet. Überschüssige kleine Wasserpfützen in den kleinen Zwischenräumen sauge ich mit der Pinselspitze wieder ab. Es ist wichtig, dass hier nicht so viel Feuchtigkeit liegt. Nun beginne ich mit Cylinblau und Ultramarin einige Farbspritzer auf das Blatt zu geben. Diese linke obere Ecke soll eigentlich hell bleiben und nur durch ein paar Punkte locker belebt werden. Mit Ultramarinblau, Neutraltinte und später Perylene Green setze ich großflächige Striche diagonal aufs Blatt. Die Verbindung zur linken oberen hellen Ecke verblende ich leicht, sodass ein weicher Übergang entsteht. Da mein Papier jetzt sehr nass ist, muss die Mischung im Pinsel relativ trocken sein, damit es keine Wasserränder gibt. Die Farben vermischen sich gut miteinander und ich achte darauf, dass zwar eine homogene Farbigkeit entsteht, aber durchaus noch einzelne Farben erkennbar bleiben. Die Tropfen auf dem Tesakrepp am Rand und auch auf den Vögeln und Ästen nehme ich mit einem Küchentuch ab, damit es keine Wasserrückläufe gibt. Meine dunklen Farbflächen hier auf dem Papier sprühe ich ein wenig an. Das gibt noch einmal eine schöne kleine Binnenstruktur in die Fläche. Nun kann das Blatt wieder trocknen oder der Föhn tut wieder mal seine Arbeit. Jetzt entferne ich das Rubbelkrepp.
Bei dem auf Latex basierenden Rubbelkrepp der Firma Winsor & Newton geht das relativ gut. Entscheidend ist auch die Qualität des Papieres. Auf gutem Büttenpapier lässt es sich viel besser lösen als auf billigem, stark oberflächenverleimtem Papier. Nun beginne ich mit der Ausarbeitung der Vögel. Wir werden hier oft auf den Zeitraffer umstellen, weil dies doch relativ lange dauert. Mit viel Ruhe arbeite ich das Gefieder der Vögel aus. Meine verwendeten Farben hierfür sind Sienna gebrannt, lichter Ocker, Neutraltinte und an etwas Blau. Ich versuche in diesem Stadium mit weichen Verläufen zu arbeiten, Farben ineinander fließen zu lassen und kleine weiße Ränder, wo es nötig ist, stehen zu lassen. Für das weiche Gefieder am Bauch der Vögel möchte ich wieder nass-nass arbeiten. Ich feuchte hier also die Fläche mit klarem Wasser an und tropfe dann einige Spuren Cylinblau, Alizerin-Karmesin und lichter Ocker hinein. Einmal kurz trocken föhnen, dann kann ich gleich einige Details und Schatten noch einarbeiten. Den zweiten Vogel male ich auf die gleiche Art und Weise. Ich möchte ihn allerdings etwas heller halten, damit er noch deutlicher ins Bildzentrum rückt. Ihr seht hier wieder im Zeitraffer, wie lange ich an den Vogelkörpern herummodelliere. Stellenweise wird Farbe dazugegeben, Details werden ausgearbeitet und an den hellen Stellen hebe ich auch Farbe wieder heraus. Dieses genaue Schauen und präzise Arbeiten hat auch seinen Reiz. Es wird dadurch illustrativer und nicht mehr so malerisch, aber es ist natürlich auch eine mögliche Art, mit dem Aquarell umzugehen. Und in Verbindung mit dem lockeren Hintergrund ergibt sich eigentlich eine schöne Spannung im Motiv. Die Augen und Schnäbel der Vögel male ich mit Neutraltinte und etwas Sienna gebrannt. Auch die Äste male ich mit viel Liebe zum Detail. Ich feuchte die Fläche des Astes zunächst an und setze dann in die Mitte eine kräftige Farbmischung. An beiden Rändern ziehe ich dann einen Strich klares Wasser dagegen. So fließt das Wasser stellenweise in die Farbe hinein und gibt einen weichen Verlauf mit interessanten Strukturen. Auch hier zeigen wir im Zeitraffer, wie lange ich an so einem Ast herumbastle, bis mir die Farbigkeit und das Volumen wirklich gefällt.
Bei den dünneren Ästen verwende ich mehr ins bläulich gehende Farbmischungen, um sie ein wenig in den Hintergrund treten zu lassen. Mit dem Linierer setze ich nun noch einige kleinere Äste in die Fläche. Das sorgt für Variation und Abwechslung im Ästethema. An einem sonnigen Tag entstehen auf den Ästen vielfältige Schattenformen. Ich trage sie also auf einigen Ästen ein und achte darauf, mit der Linienführung die Rundung wiederzugeben. Die Mischung für den Schatten ist wie immer Ultramarinblau, Alizerin-Karmesin und eine Spur Sienna gebrannt. Für feinste Details in illustrativen Bildern nutze ich gerne auch Aquarellstifte. Mit dem weißen und dem grauen Stift kann ich wunderbar jetzt noch kleine Federstrukturen andeuten und die Vogelkörper noch ein wenig flauschiger gestalten. Auch schattige Bereiche kann ich noch einmal nacharbeiten. Mit den Stiften gelingen mir sehr weiche und feine Tonwertabstufungen. Auch kleine, zarte Linien im Gefieder kann man mit dem weißen Aquarellstift jetzt noch aufsetzen. Mit Titanweiß aus der Tube gibt es noch den Glanz in den Augen und den ein oder anderen Sonnenreflex auf dem Gefieder und dem Schnabel. So, das war's für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren, dafür unten auf die Glocke drücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video herauskommt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so einfach ab und zu vorbeischaut, vielleicht meine Videos teilt und das ein oder andere Motiv auch gerne ausprobiert. Genauso freue ich mich über Besuche auf meiner neuen Website www.dieaquarellwerkstatt.de. Nun wünsche ich euch eine schöne Frühlingszeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.